Hi-di-ho. Willkommen zurück bei Pokémon Team Rocket Edition mit mir, dem Popo. Und uns wird hier ein etwas härterer Kampf begegnen, weswegen ich ja letztes Mal Schluss gemacht habe. Unsere Pokémon sind soweit geheilt. Ich sehe gerade. Warte, wo ist es? Krabby. Pinsir. Einmal schön noch ein bisschen ordnen, levelmäßig. Okay. Dann wollen wir doch mal gucken, was er uns entgegenzusetzen, was sie uns entgegenzusetzen vermag. What's up? I just got done whipping the captain of the ship. His Pokémon were pretty tough, but no match for me. So what about you? Do you still think that you can beat me? Let's go! Whoa, 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 oh, 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 whoa, whoa, oh, Raticate! Warum ist ihr Radikal auf einem so niedrigen Level? Das überrascht mich gerade stark, wenn ich bedenke, auf was für Pokémon ich hier schon getroffen bin. Levelmäßig. Gut, aber wir haben es jetzt erstmal schön vergiftet und in unserem Wiki gefangen. Hoffen wir doch, dass wir ihm jetzt ordentlich was abziehen können, bevor es uns gleich vernichtet mit der nächsten Attacke. Na, wenn es nun Ruckzuckhieb ist, dann geht's ja sowieso. Tadadam! Da, Potion! Ich fass es nicht! Die setzt im Kampf ein Potion ein! Oh, komm! Da hättest du doch noch ein bisschen fangen können. Und schön, Radikal ist besiegt. Ultrigare erreicht Level 37. Ohohoho, nur noch ein Level. Dodri. Ich bin vermutlich zu langsam. Ja. Gegen Dodri war eigentlich klar. Aber es wär toll gewesen, wenn ich es jetzt vergiftet hätte. Was schicke ich gegen Dodri rein? Mein eigenes Dodri? Dodri-Dodri-Kampf? Nee. Pinsir ist auch relativ schlecht. Radikal. Ja. War gut, dass ich dich reingeschickt habe, Radikal. Bitte noch vor ein. Der hat sehr schön reingehauen. Dankeschön. Goldbutt. Ach, ich bleib bei Radikal. Mal schauen, wie viel du da machst. Oh ja, Radikal. Rettern. Machst du... Ah, sehr schön. Aber echt mal, das ging jetzt viel, viel leichter als vermutet. Die war ja jetzt überhaupt kein Gegner für mich. At least you're raising your Pokémon. Ja, the captain was a good trainer, but he was a wimp. After I beat him, he was so scared that I was going to hurt him, that he offered me the hidden machine. Okay. Okay. Also bist du diesmal nicht krank, oder? It looks like a map. This ship is going to Johto. Oh no, not again. I can't find my Pokémon. Oh, one out. Some girl just ripped them out. She was in Team Rocket, just like you.
Why are you people doing this to me? Listen, just take this and leave me alone. I only had two, and I just gave away my other one. Teach it to your Pokémon. Und damit sollten wir den Zerschneider erhalten haben, wenn ich mich nicht irre. Da-da-da-dum. Aber auch sehr schön. Die Story jetzt hier umgeschrieben. Und eigentlich ist unser netter Captain ja seekrank und wir müssen ihn über seinen Rücken rubbeln. Dann geht's ihm besser. Habe ich zwar auch noch nicht gehört, aber Wayne. Und bye bye Schiffchen. Auch schön die Wasseranimation hinter dem Schiff. Und jetzt kann ich nicht mehr zum Steg zurück. Ein Hoch auf Radikal. Es hat uns sehr, sehr, sehr gut geholfen. Aber jetzt einfach Item. La. Einfach mal gucken. Katsch. Also, wen haben wir? Wir haben Ultrigarier, Pinsir und Krabby. Ultrigarier, Pinsir und Krabby. Thank you! Ich bin echt stark am Überlegen, ob ich mich Krabby gebe. Die Frage ist, anstatt Guillotine? Also ich habe Krabby schon irgendwie so ein bisschen als mein VM-Sklave gesehen. Krabby kann halt so viel. Aber ich sollte vielleicht... Ich bringe jetzt erstmal hier schön, wenn ich die TM wieder finde, Blubstrahl bei. Dann Papas Pilze. Withdraw, please. 11 oder 12. How many? Only one. So. Da-da-da-da-dum. Damit kann ich das Rappen ja jetzt eigentlich ablegen. Bubble Beam. Krabby. Und jetzt Aqua Water Gun. Dum, dum. Ich weiß jetzt gar nicht die Werte, die Stats von Blubstrahl fällt mir auf. Auf jeden Fall. Ich gehe gleich mal kurz ins Internet und schaue mir die Werte nach. Und dann denke ich, verlernt unser Krabby Guillotine. Und dafür erlernt es den Zerschneider. Guillotine trifft mittlerweile einfach leider zu selten. Und es wird dem Bubble verlieren und entweder Bubble Beam oder Water Gun wird es dann in der nächsten Folge erhalten haben. Ja, das war's dann von mir soweit. Ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Part wieder von Pokémon
Team Rocket Edition mit mir, dem Popo. Bis dahin, Nitty. Na dann, tschüss.